Jedem Kind ist bekannt, dass Sachen herunterfallen. Ich habe hier einen Stein. Ich lasse ihn los. Natürlich fällt er herunter. Im Hintergrund sehe ich hier Wolken. Warum fallen die Wolken eigentlich nicht auf den Boden? Der Grund dafür ist, dass Sachen natürlich fallen. Schuld ist die Gravitation. Aber die Gravitation ist nicht die einzige Kraft, die hier eine Rolle spielt. Wolken stehen bekanntlich nicht im Nichts, sie sind in der Luft. Und wo immer Luft ist, herrscht Luftwiderstand. Ich habe hier ein kleines Taschentuch, das ist sehr leicht und sehr groß. Und wenn ich das fallen lasse, fällt das sehr gemächlich. Nun muss man verstehen, dass Wolken keine soliden Objekte sind, sondern zusammengesetzt sind aus winzigen Tröpfchen von Wasser. Diese Tröpfchen sind so leicht, dass der Luftwiderstand viel, viel größer ist als die Gravitation, die an ihnen zerrt. Und dass deswegen die Wolken, wenn sie denn fallen würden, extrem langsam fallen würden. Der Wind ist leicht stark genug, um die Wolke am Himmel zu halten. Wenn die Tröpfchen dann größer werden, dann nimmt die Gravitation überhand. Aber dann ist keine weiße Wolke mehr, sondern grau und es regnet.